Hallo? 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 Ah, hallo meine Freunde des gepflegten Displays und herzlich willkommen zurück zu Let Us Show Minecraft. Ich habe den Server geupdatet. Hättet ihr das gedacht? Habt ihr? Habt ihr? Das ist gut. Okay. Ja, 1.3 ist da draußen, sieht man jetzt hier oben rechts. Da. Ach, scheiße, komme ich mit der Maus gar nicht hin. 1.3.1 haben wir jetzt. Genau, und was ist denn da alles neu dazugekommen? Ich habe hier zum Glück too many items. Kann ich ja ein bisschen was zeichnen, eventuell. Einmal den Smaragd. Handelsware für NPCs. Beschriebene Bücher, Buch und Federn ist dazugekommen. Golden Nuggets gab es schon vorher. Wo ist denn das andere Zeug, was ich gerade suche? Weiß auch gar nicht, wie es aussieht, um ehrlich zu sein. Ne, die gab es auch vorher. Hier, Smaragderz kam dazu. Smaragdblock. Endertruhe kam dazu. Stolperdraht und Haken kam dazu. Aber sonst. Von Items her glaube ich nichts weiter. Was aber dazu kam, was ihr euch vielleicht auch angucken möchtet, was aber eigentlich auf den ersten Blick schwer wird auf diesem Server, sind Dschungelruinen und Pyramidengrabstätten, wie auch immer. Heißt, in Sandregionen gibt es jetzt Grabstätten, heißt pyramidenmäßig und Co. In Dschungel gibt es Tempel. Aua. Die sind mit 1.3.1 neu gekommen, da gibt es ein bisschen Loot und Pipapo und ja, mit den NPCs kann man halt handeln, sieht man hier, Smaragd für 5 Melonen und all sowas. Und die bietet jetzt Smaragd für 3 Brot und Kies, Smaragd für Feuerstein und. Jetzt kann man sich hier halt so ein paar Sachen erhandeln mit Smaragden. Smaragd bekommt ihr auf dieser Welt nicht, sondern nur auf 1.3.1er Welten. Was also machen ist das Ding, ne? Weil da kommt er ja so nicht hin eigentlich. Falsch gedacht. Ihr geht einfach in die Stadt. Die Stadt habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt. Hier gibt es ja die Portale und jetzt kommt ein drittes Portal. Oh my God, New Patch. 1.3.1 Welt nur hier. Da macht er einfach Rechtsklick drauf und dann lädt es. Und dann seid ihr hier. Da ist eine Sonne. Und hier sind wir in einer 1.3.1 Welt. Wer auch immer sich hier ein Kackstift gebaut hat, was definitiv nicht ich war. Denn mein Haus ist da hinten. Ja, soweit dazu. Hier kann man jetzt also Emerald und Co. farmen. Ich versuche mal hier gerade was zu finden. Dafür werde ich in den Spielmodus gehen, ein Stück weiter weg. Ich sag, da müsste eigentlich. Nee, gar nicht. Doch? Seit wann ist hier eine Schlucht? Hier ist eine Schlucht? Da ist mein Haus. Da sieht man auch schon die Fackel. Da ist eine Schlucht? Seit wann ist hier eine Schlucht? Okay. Also hier ist anscheinend eine Schlucht. Gut zu wissen. Da oben wird mein Haus hinkommen, was noch nicht wirklich angefangen ist. Ich habe mir da bisher nur eine kleine Ebene gebaut und ja, hier werde ich dann bauen. In diesen kleineren Komplex hier drauf und dann eventuell eine Brücke dahin und dann hier ein Schloss und keine Ahnung. So, jetzt werde ich auch mal kurz versuchen, ob das mit 1.3.1 denn wirklich geklappt hat. Also eine Wüste zu finden wird jetzt hier gerade schwer und einen Dschungel zu finden auch. Deswegen werde ich mich einfach mal nach unten buddeln und gucke, wo es Emerald gibt, weil ich nicht weiß, wo Emerald erscheint, ab welcher Ebene. Deswegen werden wir uns einfach mal hier strikt nach unten durchbuddeln. Ich habe gar keine Minimap drin. Bei welcher Höhe sind wir denn? Sind schon relativ tief. Ist nicht so cool. Oh. Hier haben wir doch schon mal Schönes gefunden. Hier finden wir bestimmt irgendwas. Okay. Hier haben wir Wasser und Obsidian. Hier haben wir Rotstein. Hier haben wir rein gar nichts. Hier haben wir ein bisschen Blau. Das ist Lapis. Da haben wir einen Diamant. Da brennt es. Von Emerald bisher weit und breit nicht zu sehen. Dann erkunden wir hier kurz weiter. Hier haben wir Kohle. Da haben wir Diamant. Da. Da haben wir Diamant. Da haben wir einen. Ne, haben wir keinen Spawner. Ich dachte gerade, hier wäre ein Spawner.
Profundis, Clamavis. Ich weiß nicht, ob ihr hier wirklich was seht. Ich sehe hier gerade relativ wenig. Hallo? Ja, Fackel, du funktionierst gut. Okay, jetzt funktioniert sie. Aber ich sehe hier gerade mal kein Emerald. Beziehungsweise sehe hier allgemein gerade nicht viel, aber ich sehe hier auch kein Emerald. Das finde ich gerade mal nicht so cool. Hat das überhaupt geklappt? Hier ist Diamant. Müsste aber eigentlich. Ich könnte jetzt einen X-Ray-Mod oder sowas benutzen, aber ich habe keinen, weil ich finde sowas schwachsinnig. Also ich meine, so viele Diamanten, wie wir jetzt schon gefunden haben, müssen wir auch mindestens einmal Emerald gefunden haben, oder? Wie selten ist dann Emerald? Emerald. Okay, was haben wir hier denn noch? Redstone, Eisen, Kohle. Redstone. Ich finde hier gerade kein Emerald. Ich weiß auch nicht, wo der, wie gesagt, spawnt, auf welcher Höhe. Der wie Diamant erst ab 25 spawnt, etc. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Nicht, dass es in dieser Welt das hier alles gar nicht gibt, aber dann können wir noch mal was anderes gucken. Und zwar, ob wir wieder an die Oberfläche kommen. War kurz den Dschungel finden. Dann fliegen wir einfach mal in diese Richtung. Vielleicht finden wir hier einen Dschungel. Und ob wir hier einen Tempel finden. Weil die sind, glaube ich, relativ selten. Ich glaube, die sind auch nicht in jedem Dschungel. Da sehe ich Schafe. Ja, generiere ich mal ein bisschen schneller. Ich weiß auch gar nicht so genau, wie die Tempel aussehen. Sind doch einfach nur Cleanstone und verzierter Stein und Co., oder? Sieht mir sehr nach Sumpf aus. Sieht mir sehr nach Lava aus. Ich weiß nicht, ob diese Map jetzt hier schon auf 1.3.1 ist. Wenn nicht, müsste ich noch eine Welt erstellen, was eigentlich kein Problem wäre. Boah, das sieht krass aus. Aber es wäre eigentlich schade, weil ich auf einer 1.3.1er Map spielen will und hier schon angefangen habe. Aber scheint gerade mal keine 1.3.1er Map zu sein. Kann man das irgendwie rausfinden? Ich weiß es nicht. Boah, aber diese Map hier ist echt krass, beziehungsweise der Dschungel hier ist gerade echt krass, der gefällt mir dicke. Wenn hier so ein Tempel genau hier unter ist. Ah. Das spawnt aber nur in 1.3.1. Das sind nämlich Kakaobohnen. Leuchtet die? Nein. Sah gerade ein bisschen komisch aus. Ja, okay, dann schätze ich mal, ist es 1.3.1. Boah, der Dschungel ist echt krass. Weil Kakaobohnen spawnen halt, wie gesagt, erst ab 1.3.1, nicht bezweifle. Ne? Und Co. Wisst ihr? Wäre zwar schön, hier so ein richtiges Indiz zu sehen wie ein Tempel. Aber man kann ja bekanntlich nicht alles haben. Außer man ist Bill Gates. Bei Liebe kann man sich nicht für Geld kaufen. Man bezahlt zwar mit dem höchsten Preis für die Liebe, aber man kann es sich definitiv nicht für Geld kaufen. Auch wenn manche Leute Liebe in Geld definieren mögen. Aber naja, mit solchen Leuten müssen wir ja nichts zu tun haben. So, ja, jetzt fliegen wir hier die ganze Zeit über den Dschungel und suchen einen Tempel. Ich glaube, das habe ich schon 20 Mal gesagt. Aber es sieht echt schlecht aus. Aber wie riesig der ist auch. Habe ich Large Biomes an? Beziehungsweise habe ich die mit Large Biomes erstellt? Ich bezweifle es gerade mal. So riesig ist, glaube ich, kein Jungle, weil ich weiß nicht, wie lange wir hier schon fliegen. Bestimmt 5-6 Minuten oder so. Nee, es wird zu lang. Aber der ist schon mal echt riesig. Können wir uns gleich hier nochmal nach unten bauen. Ich fliege hier nochmal kurz rum. Da war wieder eine Schafsansammlung, aber Tempel sehe ich keinen. Da haben wir eine Spinne, könnte da eventuell einer sein. Nein. Schade, hätte ich gerne gezeigt. Bei hier haben wir eine Wüste, vielleicht finden wir ja ganz schnell eine Pyramide.
Okay, es ist eine kleine Wüste. Ja, wenn ich sehen würde, wüsste ich es sofort. Aber hier sehe ich es gerade nicht. Habe ich hier Generate Structures on? Weil wenn das off wäre, wäre es ja schon mal ein dicker Fail. Weil den kann sowas gar nicht kommen. Fliege hier nochmal ein Stück. Wir sind bei 12 Minuten jetzt so circa. Aber es scheint nicht so. Ja, dann machen wir jetzt einfach mal ganz simpel. Gucken wir nochmal nach Emerald. Machen jetzt nochmal kurz Tag, damit wir auch was sehen. Ja. Welche Höhe sind wir schon? Wir sind fast auf dem Bedrock. Aber ich habe hier jetzt auch gerade kein Eisen oder sonst irgendwas gesehen. Alles sehr komisch. Ich wollte gerade sagen, das ist doch Gravel, das muss doch runterfallen. Dann hat es ja echt viel gebracht, dann habe ich echt viel zeigen können. Okay, hier haben wir gerade Eisen gesehen. Eisen, Eisen. Bedrock. Nee, scheint echt nicht so cool zu sein. Haben wir hier ein Loch in die Welt gehauen. Ja, nee, auf jeden Fall ist der Server auf 1.3.1. Ihr könnt auf dem Server. Ich werde jetzt bald noch installieren, dass jeder seine Chest locken kann, damit man keine Angst haben muss, dass irgendwer in seine Truhe reinguckt, also irgendwer in die Truhe eines anderen. Ja, werde noch ein paar Permissions umsetzen, damit ein paar Rechte habt, sowas wie Set Home. Home Set habt ihr ja, Home, Spawn, Suicide. Zur Stadt kann sich jeder mit User-Rechten teleportieren und. Da wird eventuell noch ein bisschen was mehr dazu kommen. Mal sehen. Heißt wirklich nur notwendige Sachen. Eigentlich möchte ich nicht, dass hier jeder cheatet oder sonst irgendwas. Ich möchte allgemein nicht, dass hier überhaupt irgendwer cheatet. Deswegen haben schon ein paar Leute ihre Rechte auch hier ganz schnell schon wieder verloren. Also da bin ich knallhart. Habe ich kein Problem mit wem Rechte zu entziehen. Und ja, wenn ihr auch auf diesen Server spielen wollt, einfach auf diese IP. Steht auch in der Videobeschreibung jedes Mal unter jedem Video www.satanserbe.de. Gib da einfach ein, steht da, hol dich dem allmächtigen Kriegsfrei oder hol dich Kriegsfrei-IP oder so. 1600 Slots, da könnt ihr gerne drauf. Der Server ist immer online, der liegt auf dem Root-Server, habe ich kein Problem mit. Ihr braucht einen Premium-Account, heißt ihr braucht original Minecraft und nicht irgendwie eine gecrackte Version. Das ist einfach nur für die Sicherheit Blurz des Servers. Einfach aus dem Grund, weil ich sonst den Player Rechte geben müsste oder sonst irgendwas und sich dann jeder mit Player anmelden könnte oder sonst irgendwas und jeder dann Recht hätte und das wäre relativ schmanke. Das möchte ich verhindern, deswegen habe ich ja diese Permissions und Co. drin, aber dafür braucht ihr halt einen Original Minecraft Account, wobei 20 Euro für ein Spiel wie Minecraft zu verlangen, finde ich, ist jetzt nicht zu dreist. Ja, das war es jetzt auch von meiner Seite. Man sieht sich, riecht sich in einer weiteren Folge, wenn sie heißt Letters, da sind Structures. Structures und die Sandstädte gibt es glaube ich auch erst seit 1.3.1, bin mir ganz sicher. Naja, egal. Wir sehen uns in einer weiteren Folge, wenn es wieder heißt Let Us Play irgendwas. Bis dahin, bye, euer Kriegsbrei. Tschüss.